Vater. Er veränderte die Welt, indem er die Menschen aufklärte, den Martin hat für alle Leute die Bibel übersetzt, damit die Leute die Bibel lesen und verstehen können. Dadurch entstand die evangelische Kirche. Nun zeigen wir euch diese Geschichte. Martin Luther ist auf dem Weg zu seinen Eltern, die er besuchen will. Auf seinem Weg geht er durch den Wald. In dem Wald sieht er viele Tiere. Die Waldluft ist frisch und auf der Straße liegen viele bunte Steine. Nach ein paar Minuten wird es im Wald dunkler. Der Himmel zieht sich zu. Plötzlich fängt es an zu regnen, zu blitzen und zu donnern. Auf einmal fällt ein Baum um. Martin kriegt furchtbare Angst. Er hält inne und fängt an zu beten. Er sagt, wenn ich das Gewitter überlebe, werde ich Mönch. Nachdem Martin Luther ein Mönch wurde, hat er Geisteswissenschaften studiert. Dann wurde er Lehrer. Es kamen viele Menschen zu ihm, um von ihm zu lernen. Es kamen große, kleine, junge, alte. Nachdem er die Thesen rangeschlagen hatte, fragten die Leute, was machst du da? Martin Luther sagte, ihr müsst nicht für eure Sünden bezahlen, ihr müsst dafür büßen. Als er die Fragen beantwortet hatte, kam der Priester mit einer schrecklichen Miene. Er meckerte, was machst du da? Martin Luther aber sagte, ich sage nur die Wahrheit und ging davon. Auf der Wartburg übersetzte Luther die Bibel aus dem Griechischen und Hebräischen ins Deutsche. Alle sollten sie lesen und verstehen können.